So, heute mal ein etwas anderes Video, nämlich es geht um den lieben Upper Red. An erster Stelle schon mal, es ist kein Disrespect, kein Diss, kein Hate, kein nix. Ich möchte einfach nur als aufmerksam machen, was ich halt schon seit mehreren Tagen im Kopf habe, weil ich es einfach ein bisschen, ich sag mal, uninformativ halte. Also, wer das Ganze halt nicht feiert, um Gottes Willen, es soll nur ein Informationsvideo sein, weder ein Diss gegen Upper Red oder auch gegen den Shopbetreiber. Es geht einfach um Folgendes. Ich werde euch jetzt einfach mal das Video bzw. nur die Stimme von Upper Red einblenden, dann wisst ihr genau, was ich meine. Es geht nämlich um die Skin-Kaufgeschichten. So, hört jetzt genau bitte hin. Wer den Glowskin günstig sneaken will, Freunde, mein Partner Apex Mods verkauft den ja statt für 50 Euro für 30 Euro, ist eine limitierte Aktion. Man kann mit Kreditkarte, Überweisungen etc., Paysafe, alles zahlen. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung zu dem Glowskin. So, ihr habt es ja gehört, ihr könnt den Clothskin kaufen, etc. pp. Mehr wird zu diesem Shop nicht gesagt, nur mit was ihr bezahlen könnt und welche Skins halt so vorhanden sind. So, ich habe mir diese Seite mal genauer angeguckt. Wie gesagt, kein Disrespect gegen Upper Red selber oder auch gegen die Seite. So, wir gehen jetzt einfach mal hin. Zack, zack. Technik, die begeistert, man kennt es. Nämlich das hier ist diese Seite. Ihr seht, Wonderskin, Clothskin für 100 Euro im Paket. Ihr seht, den Clothskin mit, mit noch dem Emote, meine ich, auch dabei für 30 Euro. Den Neoversa-Skin für 35 Euro, den ich selber ja auch habe, weil ich mir den PlayStation-Controller gekauft habe. Da bekommt ihr noch für 500 V-Bucks dabei, plus Skin, plus Controller. Also wenn ihr den haben wollt, den Skin, beste Variante, die ich euch empfehlen kann, kauft euch das Bundle mit dem Controller, holt den Code raus von dem Skin und verkauft einfach den Controller weiter, weil ein PlayStation-Controller kostet überall 50 Euro. Wenn ihr also für 40 Euro weiterverkauft, habt ihr im Endeffekt für den Skin 10 Euro bezahlt, habt noch 500 V-Bucks. Also so würde ich es machen. Weil einen PlayStation-Controller kann jeder gebrauchen, der logischerweise PlayStation spielt. Und ein PlayStation-Controller geht immer wieder kaputt. Dann sehen wir hier den für 125 Euro den Dark Vortex-Skin von der Xbox. Dann den Eon-Skin für 75 Euro plus 500 V-Bucks. Dann den Royal Bomber für 50 Euro und das Deep Freeze Bundle für 65 Euro. So, wenn man hier drauf geht, auf Kaufen, kommen wir zu dieser Seite. Klar, ihr sollt euren Namen eingeben, eure E-Mail-Adresse. So, jetzt kommt der Knackpunkt. Ihr sollt eure E-Mail-Adresse von eurem Account eingeben. Also bedeutet diese E-Mail-Adresse, womit man sich in euren Account einloggen kann. Dann sollt ihr vom Account das Passwort eingeben, das natürlich nochmal bestätigen und irgendeinen Kommentar hinzufügen. Hier unten kann man dann aussuchen, mit was man bezahlen will. Hier rechts ist dann die Bestellung. Ist alles soweit okay. Nur, wenn ihr eure Accountdaten rausgebt, werden diejenigen sich natürlich in euren Account einloggen. Logischerweise. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, das kann sicher sein. Um Gottes Willen, ich will hier keinem irgendwas unterstellen. Aber genau solche Geschichten hier bringen nämlich auch kriminelle Leute auf die Tanzfläche. Nämlich, dann bietet einer den Clothskin an, sag ich jetzt mal nicht für 30 Euro, sondern für 20 Euro. Dann geht ihr natürlich hin und sagt, ja, für 20 Euro hol ich den natürlich, ist ja noch günstiger als in dem Shop. Derjenige will eure Accountdaten haben, er loggt sich in euren Account ein, ändert das Passwort, weil er hat ja alles, was er braucht. Weil in der Regel haben auch viele immer dasselbe Passwort, loggt sich in euren E-Mail-Account ein, ändert alle Daten und so ist euer Account weg. Wie gesagt, ihr müsst da euch immer im Klaren sein, bei so Geschichten könnte euer Account einfach geklaut werden. Oder auch, wie es mir passiert ist. Und ich habe nirgendwo meine Daten eingegeben. Mein Fortnite-Account wurde nämlich auch gehackt. Es wurden einfach alle V-Bucks ausgegeben. Was derjenige davon gehabt hat, keine Ahnung. Er ist einfach hingegangen, hat meinen Namen geändert,
hat alle V-Bucks ausgegeben, hat einfach irgendeinen Schwachsinn gekauft und hat, nachdem ich das dann gemerkt hatte, weil ich habe ja nie richtig aktiv Fortnite gespielt, er hat immer wieder meinen Namen geändert. Bis ich dann wirklich mein Passwort geändert habe, E-Mail-Adresse geändert habe, also alles geändert habe. Danach hatte ich dann erst Ruhe. Also ihr müsst euch immer im Klaren sein, sobald ihr im Internet seid und ihr gebt eure Daten weiter. Ihr wisst es selber, Facebook wurde gehackt, Google wurde gehackt, alles wird in Anführungszeichen gehackt. Und wenn auch diese Shopbetreiber gehackt werden, eure Daten bleiben da auf dem Server. Die werden nicht einfach gelöscht oder weil wenn irgendwie noch mal Fragen sind, hör mal, was waren da und da, die müssen ja ihr habt da, wie soll ich das euch erklären, ihr habt da wie eine eigene Karteikarte quasi. Einmal, wo euer Name steht, die Kontaktdaten, plus E-Mail, plus euer Passwort, das wird alles in einer Datei gespeichert. Weil logischerweise, wenn die sehen, ach, der hat schon mal bei uns bestellt, da haben wir die Daten, alles klar. Ihr müsst euch halt immer im Klaren sein, es gibt auch kriminelle Leute, die eure Accounts dann einfach umbenennen, alle V-Bucks ausgeben und etc. Und wenn ihr im schlimmsten Fall ist euer Account einfach komplett weg. Deshalb schreibt Epic Games auch immer wieder in die Spielladebildschirme rein, gebt eure Daten nicht weiter. Wie gesagt, es soll kein Hate sein gegen irgendwen, weder den Shopbetreiber noch gegen Apple Red, aber ich sehe in seinen Videos halt immer wieder, er macht Werbung für die Seite, um Gottes Willen, wenn die Seite sicher ist, alles okay. Aber natürlich würden sie sich selber, ich sag's jetzt einfach mal, ins Knie schießen, wenn sie natürlich betrügen würden, weil dann kauft keiner mehr, ist klar. Nur positive Werbung ist gute Werbung. Aber ihr müsst euch halt im Klaren sein, es gibt auch schwarze Schafe. Es gibt nicht immer nur weiße. Denn es gibt halt auch die Betrüger. Und da müsst ihr einfach aufpassen. Klar, ihr wollt alle die Skins haben, eure Eltern erlauben es euch dann, geben euch das Geld, hier kannst du dir kaufen für Geburtstag, Weihnachten, Ostern, was auch immer. Aber sobald ihr eure Accountdaten rausgebt, ist es einfach schon nicht mehr sicher. Wie gesagt, das hat auch das Internet an sich ist schon allein nicht sicher. Ich meine, sobald ihr am Internet angeschlossen seid, könnte euch rein theoretisch irgendeiner hacken. Klar, ich mal hier gerade den schwarzen Peter an die Wand, aber es ist nun mal einfach so. Deshalb auch bei Rette die Welt, wenn da einer sagt, gib mir mal gerade deine Accountdaten, ich schieb mir da mal ein bisschen was rüber, wir kennen uns ja schon so lange, macht es nicht. Auch hier in meiner eigenen Community habe ich schon mitbekommen, wie eigene Freunde den Account gehackt haben oder auch, sei es auch bei anderen Spielen, bei FIFA oder so, das komplette Team abgestoßen. Bis ihr das wiederbekommt, wenn ihr es überhaupt wiederbekommt, können Wochen ins Land gehen. Und wenn ihr Pech habt und der Betreiber sagt, nö, das ist nicht mein Problem, ihr müsst auf eure Daten aufpassen, wir stellen das alles nur zur Verfügung und der Rest ist eure Geschichte. Also nochmal, wie gesagt, ihr müsst da wirklich aufpassen. Und nochmal, es ist kein Hate gegen irgendeinem. Ich meine, die wollen damit Geld verdienen, ist eine gute Methode. Es gibt genug Leute, die sich das kaufen wollen, die den Skin haben wollen. Aber es ist halt immer ein gewisses Risiko damit verbunden. Und das Problem ist, auf dieses Risiko wird nicht hingewiesen. Das wollte ich damit machen. Klar, ich werde jetzt wahrscheinlich auch viele Dislikes bekommen, um Gottes Willen, ist mir vollkommen bewusst. Aber ich möchte gerne meinen 1500 Abonnenten nur den Hinweis geben, so Seiten sind nicht sicher. Ist einfach so. Klar, sie werden was anderes behaupten, bei uns ist alles sicher, glaube ich ihnen auch um Gottes Willen, aber es gibt auch schwarze Schafe. Wie gesagt, und es gibt auch Betrüger bei eBay Kleinanzeigen, die versprechen euch das Goldene vom Ei. Gib mir eure Kontaktdaten, deine E-Mail-Adresse, dein Passwort und ich gebe dir 10.000 V-Bucks. Für, sage ich jetzt mal, 30 Euro. Hört sich super an, wenn ihr natürlich die V-Bucks bekommt. Alles kein Ding, aber ihr müsst euch im Klaren sein, ihr habt eure Kontaktdaten rausgegeben, ihr habt eure kompletten Spieldaten rausgegeben. Was bedeutet, jeder x-beliebige, der diese Daten hat, kann auf euren Account zugreifen und kann da auch alles Mögliche ändern, zerstören oder sonst was. Es gibt genug Leute, die haben PayPal angegeben und dann nur noch die Ein-Klick-Technik dabei. Wenn ihr Pech habt, räumt einer euer ganzes Konto leer, dann habt ihr auf einmal nicht einen Euro mehr auf dem Konto und eure Eltern werden sich freuen. Wie gesagt, wir haben auch jüngere Zuschauer, deshalb will ich einfach mit diesem Video damit aufmerksam machen. Nochmal, es ist kein Hate, kein Diss gegen irgendjemanden. Ich möchte nur damit auf oder darauf aufmerksam machen, dass damit auch krumme Dinger gedreht werden. Es ist einfach so, dann steht noch das Weihnachtsgeschäft vor der Tür.
Da ist sowieso, alle verdienen da ein Schweinegeld, ob die kriminellen oder auch die legalen Sachen. Und damit möchte ich mich jetzt einfach mal damit verabschieden. Wie gesagt, ich will mit diesem Video auch kein Geld verdienen, um Gottes Willen, darum geht es nicht. Ich will halt nur meine eigene Community darauf aufmerksam machen, dass sie bitte bei so Sachen wirklich aufpassen sollen. Weil Vertrauen kann man in Anführungszeichen nur sich selbst. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, lasst gerne ein Abo da. Und ich bin mal gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Und in dem Sinne, haut rein.